Tun wir noch. Wir sind jetzt bei Tag 14. Wir haben 5 Tage mit dem hier hinter uns gebracht. Ich denke, wir machen nachher noch einen Tag. Je nachdem. Dann werden wir die Aufnahmesession erstmal beenden. Wie gesagt, ich denke, das ist jetzt ein neuer Part bereits. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr... Au. Ich sollte aufhören, mich meine Finger zu brechen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr als Nachfolgeprojekt haben wollt. Nach This War of Mine. Oder vielleicht auch als Zweitprojekt. Schreibt mir alle mal ein paar Ideen rein. Einfach, es sollte ein PC-Game sein. PC-Game, kein Horrorspiel, kann Racing-Game sein, sehr, sehr gerne. Kann Action-Game, kann Shooter sein, kann Strategiespiel sein. Kann eigentlich alles Mögliche sein. Nur halt eben kein Horrorspiel. Schreibt mir mal rein. Ja, bevor jetzt wieder... Ja, das kommt mit Samp und so. Mal gucken. Ich schau mal, ob ich einen gescheiten Server finde für Samp. Weil MTA, das ist, bin ich zu doof für. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich check das nicht. Yes, Mann. Yes. Yes. Neue Gebäude. Ja, ich schau mal, ob ich eventuell Samp mache. Reisebüro. Wegen Kämpfen kann ich nicht... Gefahr. Ich könnte das Kotzen kriegen, Mann. Ins ruhige Haus brauchen wir gar nicht erst gehen. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen. Die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht! Eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Baustelle. Auf dieser verlassenen Baustelle sollte ein luxuriöses Wohnquartier entstehen, welches das Juwel von Pogoron hätte werden sollen. Pogoron ist nämlich an die Stadt. Nun, die initiierten Scharfschützen des Militärs als perfekter Aussichtspunkt, was zu einem gefährlichen Ort macht. Wir können dort einige Habseligkeiten von Bauarbeitern und Rebellen finden, die sich dort aufhielten, bis sie vertrieben wurden. Scharfschützen. Scharfschützen. Die Frage ist jetzt, sind die irgendwo auf dem Kran? Hat es Häuser, wo wir plündern können, ohne dass uns gleich die Birne weggeschossen wird? Oder nicht? Ein Lagerhaus, dort hat es eine Gruppe Banditen. Wir probieren mal die Baustelle mit Pavle. Damit. Wir müssen es probieren. Ah, da war, hier war ich schon mal. Also, als ich habe das Spiel schon mal durch. Ich glaube, wenn wir leise sind, dann sollte hier nicht allzu viel geschehen. Vorsichtig sein. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht lesen können. Wir müssen einfach die Augen offen halten. Apfel und Schmutz. Pavle ist ja ein schneller Läufer, mit dem könnten wir dann auch ganz, ganz fix abhauen. Oh ja. Mach nicht so einen Krach, Mann. Ist da oben etwa jemand? Das nehme ich.
brauche das Holz dringender. Wegen einem Holz. Bitte lass hier niemand sein. Die Frage ist jetzt, können wir... Da oben steht er. Aber nicht ins Schussfeld. Volltreffer. Nicht auf mich, das ist schon mal gut. Da oben steht einer. Einer. Ich befürchte, es sind mehrere. Wir gehen mal noch rüber. Komm ich irgendwie hier runter? Ohne mir alle Gliedmaßen zu brechen. Müssen wir darüber nochmal versuchen. Hä? Du weißt nicht, wie du da hochkommen sollst? Ist das dein Ernst? Wir müssen aber... wir müssen da oben durch, verdammt. Probier nochmal... hier durch. Da nirgends durch. Komm mal hier runter. Dann probieren wir das halt nochmal. Wir gehen nochmal nach oben. Was haben wir denn jetzt? Wir haben eine Menge Holz, aber wir bräuchten vor allem von den zwei Sachen. Darüber? Nein. Nein, du sollst laufen, Mann. Nicht rennen. Ich hoffe, der Scharfschütze verändert nicht seine Position, sonst sind wir gearscht. Ich komme nicht hoch. Ich bin ultra. Hier ist eh nichts Gescheites. Ja. Wir machen uns auf den Rückweg. Ich habe keinen Bock, mich mit denen hier einzulassen. So, ich glaube, jetzt können wir rennen. Ich habe keinen Bock, hier noch gekillt zu werden. Deshalb rennen wir und hoffen, dass wir in der nächsten Nacht. An die anderen Orte können. Und dass die dort weniger gefährlich sind. Tag 15 sind wir bereits. Gute Beute. Ja. Was sind die anderen? Er ist müde. Er ist auch müde. Hungrig. Immer noch nicht ausbauen. Bio. Tag 15. Meine Geschichte. Meine beste Freundin machte sich immer große Sorgen. Eines Tages rief sie mich ganz erschrocken an. Draußen herrschte ein Krawall. Die Befürworter der Abspaltung hetzten die Leute dazu auf, das Rathaus abzufackeln. Ich sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollte. Und ich hatte recht. Nichts passierte. Zumindest damals. Sogar als täglich von Krawallen und Kämpfen berichtet wurde, versicherte ich ihr, dass dies bald vorbei sein würde. Tja. Scheiße gelaufen. Du stehst da gerade schon. Super, dann kannst du das hier mal herstellen. Ja, wir könnten die Löcher noch stopfen. Oh.
Essen. Geh du das mal holen, dann kannst du das nämlich da einpflanzen. Nehmen. Da. Herstellen. Wir müssen halt das Fleisch jetzt hergeben als Köder. Aber wir werden trotzdem zwei Mahlzeiten hinkriegen. Glaube ich. Und es dürfte der Händler aufkreuzen. Komm schon, Händler. Ich bitte dich. Wir können wieder nichts machen. Ja, wir können eigentlich gar nichts machen. Außer hoffen, dass der Händler heute aufkreuzt. Destillieren können wir auch nicht, weil wir zu wenig Zucker haben. Wir haben nur noch 20 Wasser. Okay. Das ist nicht gut. Wir können das aber auch nicht mehr herstellen. Ja, hier ist wach. Auch wach. Wir werden jetzt noch ein paar Minütchen warten, in der Hoffnung, dass der Händler heute aufkreuzt. Den bräuchten wir wirklich dringendst. Aber ja, scheint, als würde er nicht aufkreuzen. Wir hätten massiv viel Alkohol, den wir liebend gerne mit ihm tauschen wollen, aber dafür müsste er seinen Hintern hierher bewegen. Guck mal, er raucht. Das beruhigt ihn. Wir haben danach keine Kippen mehr. Könnten noch welche herstellen, aber das lasse ich jetzt erstmal. Ich glaube, es hilft nichts. Der wird heute nicht mehr aufkreuzen. Stadtkrankenhaus? Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Chefimov, einem retinierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Da waren wir noch nie. Okay. Baustelle besucht. Lagerhaus Gefahr. Können wir nicht mehr hin. Briggs Haus. Dort sind ja die alten Herrschaften. Kleines Wohnhaus. Da ist ein Paar und dessen Sohn. Sie sind alles so vorne überlagen geflohen. Verlassen. Also, das war nicht gestanden. Dass wir jetzt hingehen wollen. Ja, wir gehen in das Stadtkrankenhaus. Das ist wirklich noch praktisch, wenn es das ist, was ich meine. Nein. Du schläfst. Du stehst Wache und du gehst plündern, mein Freund. Nicht die Dame vorschicken. Ich glaube, wir nehmen nichts mit. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Nein, ich täusche mich nicht. Das ist super. Das ist wirklich toll. Wenn ihr schwer verletzte oder erkrankte Charaktere habt, könnt ihr hier hinkommen, mit dem Doktor sprechen und der wird euch was geben. Die Leute hier, solange ihr nichts stehlt, hier, stehlt, werden die euch nichts tun.
Aber wenn der euch erwischt, wenn ihr etwas stehlt, dann ist Kacke am Dampfen. Deshalb nur mit diesen Symbolen hier, nur hier etwas nehmen. Sonst gibt es auf die Fresse. Und wir haben Essen gefunden. Das schon nur deshalb hat es sich gelohnt. Moin, moin, Freundchen. Darf ich das hier lesen? Ein Ausflug aus dem Schadensbericht nach einer der Bombardierung. Allgemeinchirurgen. 32 Patienten, 3 Tote, 12 Verletzte. Neuchirurgen, 13 Patienten, 0 Tote, 2 Verletzte. Kinderabteilung, 34 Patienten, 32 Tote, 2 Verletzte. Makaber. Intensivstation, 55 Patienten, 9 Tote, 10 Verletzte. Scheinbar hat es die Kinderabteilung am schlimmsten erwischt. Ach was. You don't say, bruh. Wie gesagt, solange er hier uns im Blickfeld hat, werde ich nicht stehen. Solange uns generell irgendwer im Blickfeld hat, werde ich nicht stehen. Hallo, mein Freund. Nein. Hier ist niemand, ne? Dann können wir es wagen und das hier mitnehmen. Staubsauger. Das ist so ein Sitz. Super. Das können wir für die Mausefalle brauchen. Das hier. Du lebst, ne? Ja, deshalb lasse ich das erstmal da stehen. Hallo? Das sieht nach Baumaterialien aus. Und du? Müsst handeln, okay. Baumaterialien, das hat jetzt erstmal Vorrang. Weil wir wirklich out of Baumaterialien sind. Wir können jetzt eigentlich auch rennen. Ich benehme mich doch. Was hast denn du, Olle? Oho, das hat sich ja mal mehr als gelohnt, der Ausflug hier ins Krankenhaus. Moin. Du siehst nicht mehr so fit aus, mein Freund. Du humpelst. Ja, mach das. Lüfte das Zimmer. Ich gehe mal hier in dieses Zimmer gucken. Der schläft. Die schlafen beide. Dann können wir es wagen. Zucker können wir im Moment wirklich auch gebrauchen. Ich habe nichts genommen, Miss. Schnell weg da. Ist wirklich toll. Also das Krankenhaus hier, das kann ich nur empfehlen. Nur lasst die Finger von dem hier. Erstens werden die Leute dann, glaube ich, traurig, weil ihr dem Krankenhaus die Mittel weggenommen habt. Und ihr kriegt Haue von dem Typen da unten, wenn er davon Wind bekommt. Dann wird, dann werdet ihr gehauen. Fertig, wir können gehen. Du willst ja, nein, ich will hier keine Ärger machen. Was, wohin läufst du, mein Freund? Wir machen noch einen Tag, glaube ich.
Ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass an diesem Tag der Händler aufkreuzen könnte. Gut, wir haben schon mal was zu essen. Die Leute sind auch sehr hungrig und sie hat schlecht geschlafen. Gut, die als erstes hier sind, die kriegen auch zuerst was. Und die Katja kann sich auch mal was reinhauen. Danach kann der Pavle pennen gehen. Du kannst auch noch mal pennen gehen, wenn du schlecht geschlafen hast. Und du hau dir auch mal noch was ordentlich rein. Du könntest eigentlich kochen gehen. Vier Meals. Ich glaube, wir haben noch, ja, wir haben sogar noch Dünger, womit wir hier dann pflanzen, dingsen können. Du hast doch schlecht geschlafen. Wieso legst du dich nicht mehr hin, Mädchen? Was ist dein verdammtes Problem? Ja, ich habe auf dich gewartet. Nimm Alkohol, du Alkoholiker. Gib mir Baum. Kriegst du von mir Alkohol. Großzügig von mir. Können uns einigen, dann handeln. Ich will. Davon, davon und davon. Großzügig von mir. Essen. Wir haben noch ein Alkohol. Reicht nicht. Willst du davon? Okay. Wertvoll. Behalten wir. Zwei Essen. Was willst du? Ist das hier? Großzügig? Gib mir Essen. Nicht. Davon? Super. Dann gebe ich dir nochmal ein Alkohol und was kriege ich dafür von dir? Ich kriege dafür von dir Holz. Wie viel Holz habe ich? Nicht wirklich Mangel an Holz. Gut. Kriege ich ein Essen von dir für auch okay. Wir werden wahrscheinlich gleich einen Cut machen müssen, aber gut. Moment.